hatten wir das erste Mal richtig Schiss im Camper, weil es wir haben jetzt den nächsten Tag und sind jetzt nochmal hochgefahren nach Akrokorinth, so heißt es, glaube ich. Hier ist auch eine Riesenfestung, ist natürlich wieder geschlossen, ist ja auch völlig in Ordnung. Wahrscheinlich den gegebenen Anlässen zu verschulden oder auch einfach, weil nicht Saison ist, das können wir nicht genau sagen. Aber auf jeden Fall haben wir hier einen gigantischen Ausblick. Also hier erstmal mit dem LT hochzukommen, zwischendurch im ersten Gang mit 10 km/h. Aber trotzdem, wir haben es geschafft. Fridolin schlägt sich wirklich gigantisch gut und ja, was soll ich sagen, der Ausblick sagt wohl alles. Normalerweise sollte der Stellplatz da sein, allerdings ist der Weg einfach viel zu schmal und wir kommen da mit unserem Wohnmobil nicht lang. Deswegen haben wir uns jetzt hier zwischen den Bäumen breit gemacht. Allerdings ist es da ziemlich dreckig und da werden wir jetzt als erstes erstmal aufräumen. Heute ist der 8.2., also Ninos Geburtstag und der Geburtstag von meinem Opa. Und heute werden wir ein bisschen chillen. Wir haben schon ein bisschen Geburtstagskuchen gegessen. Heute Nachmittag werden wir noch mit Ninos Eltern telefonieren und dann auch noch mit meinen Oma und Opa. Das war geil. So, noch einmal hier fix am Sportplatz Wasser auffüllen und dann geht's weiter. Folgendes ist bei uns in den letzten Tagen passiert. Und zwar ist es so, Fridolin muss im März zum TÜV und das wollen wir auch gerne wahrnehmen. Das heißt, für uns geht es auch Richtung Deutschland tatsächlich. Was haben wir jetzt schon mal vorweg gemacht? Weil es in Deutschland einfach verdammt schlechtes Wetter ist, beziehungsweise auch in Italien, Österreich natürlich Schnee liegt. Und zwar ist es so, wir hatten nur Sommerreifen drauf. Die waren auch dort 2009, das heißt, die sind da schon 12 Jahre drauf. Auch nicht so optimal. Das heißt, wir haben eine Reifenwerkstatt aufgesucht hier in Griechenland, haben uns neue Reifen bestellt. In dem Fall jetzt Ganzjahresreifen, einfach weil wir fürs ganze Jahr gewappnet sein wollen. Und wir haben uns für die Goodyear Vector 4 Season entschieden. Das sind M&S-Reifen, 102er Traglast müssten die haben mit 850 oder 950 Kilo. Nagelt mich da jetzt bitte nicht so fest. Also ihr merkt schon, es geht so langsam Richtung Deutschland zurück. Wir wollen mit dem Fahrzeug zum TÜV. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass wir dafür jetzt schon mal neue Reifen haben und natürlich auch für die Wetterverhältnisse in Deutschland bzw. auf dem Weg nach Deutschland fühlen wir uns somit sehr, sehr viel wohler. Für einige vielleicht auch noch interessant, wir haben hier in Griechenland jetzt für 6 Reifen natürlich, weil wir hinten Zwillingsbereifung haben, 560 Euro mit Montage und allem drum und dran bezahlt. Also wir waren sehr, sehr zufrieden damit, Werkstatt war auch super. Wir haben so ungefähr mit 100 Euro pro Reifen gerechnet, also waren das mit 560 Euro, war das jetzt perfekt. Und jetzt geht es hier in unserem neuen Stellplatz mal Richtung Supermarkt. Wir wollen eine Kleinigkeit einkaufen
und wir schauen uns natürlich auch so ein bisschen hier mal die Umgebung noch an. So, wir waren gerade jetzt eben noch einkaufen und jetzt haben wir uns hier an den Strand gesetzt und hier erstmal gefrühstückt. Nala hat auch was Kleines bekommen, die kaut da unten noch und jetzt gehen wir gleich wieder zurück zu Fridolin. Mit wunderschönen neuen Reifen geht es jetzt für uns zum nächsten Stellplatz und wir sind super, super happy über diese Erneuerung. Die letzten zwei Tage hatten wir ordentlich Sauwetter, es hat ordentlich geregnet, es ist auch ordentlich kalt, also wir haben auch heute nur 9 Grad, sind jetzt am neuen Spot angekommen. Hier haben wir jetzt endlich wieder richtig schönes Wetter und wir gehen gerade mal ein bisschen die Gegend erkunden und sind wieder mit Nala unterwegs. Wir sind jetzt hier gerade so ein bisschen unterwegs. Hinter uns ist so eine kleine Bäckerei. Da haben wir uns ein bisschen was Kleines besorgt. Das ist so eine Zimtschnecke-Gedöns mit Zuckerguss. Und Julia hat so ein Schokoteil. Und was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass es echt faszinierend ist. Also wir haben es ja relativ kalt gerade. Ich würde sagen 5 bis 10 Grad ungefähr. Und, aber wir können trotzdem hier nur Gutes von sagen, weil wir volle Pulle Sonnenschein haben. Und das Witzige ist, wenn wir in die Richtung gucken, zu den Bergen, also vom Meer weg, dann sieht man halt überall oben die Spitzen voller Schnee. Das ist echt faszinierend, sowas zu sehen. Wir kennen das ja aus dem Norden bei uns gar nicht. Also jetzt gerade ist in Deutschland ja das erste Mal seit 10, 15 Jahren gefühlt irgendwie wieder richtig Schneeeinbruch. Ja, und hier könnte man, wenn man wollte, auch in den Schnee fahren. Also das Ganze kommt jetzt vielleicht ein bisschen gefaked rüber, aber wir haben 6.09 Uhr. Wir sind das erste Mal, seitdem wir unterwegs sind, also es sind jetzt gute 9 Monate, hatten wir das erste Mal richtig Schiss im Camper, weil es an dem Platz, wo wir waren, wir sind jetzt gerade einfach direkt losgefahren. Unser Auto hat tierisch gewackelt und es war nicht windig, also es ist kein Stück windig gerade, wirklich null. Das Wasser war ganz glatt. Wir haben uns tatsächlich nicht rausgetraut aus dem Fahrzeug, sind relativ direkt, also wir haben dann natürlich mal rausgeguckt, war auch außen beleuchtet alles, aber trotzdem konnte man halt echt nichts sehen. Wir haben auf jeden Fall jemanden bei den Mülltonnen gehört und die Hunde haben krass gebellt in der Siedlung, also irgendwas muss da gewesen sein. Ja. Also wir wissen nicht genau, ob das irgendwie, vielleicht ist jemand aufs Dach gekrabbelt, vielleicht hat von jemand von draußen einfach nur das Auto geschüttelt oder so. Auf jeden Fall hat das richtig, wirklich richtig, richtig gewackelt. Wir sind davon aufgewacht sofort und sind direkt aufgesprungen quasi. Nala hat zum Glück auch gebellt, vielleicht damit auch schon jemanden erschreckt. Ja. Ja. Also schon eine sehr komische Situation gerade, vor allem, weil wir einfach relativ gut drauf waren, was die ganzen Stellplätze jetzt anging und sowas alles. Und jetzt passiert halt sowas irgendwie schon ein bisschen merkwürdig. Wir fahren auf jeden Fall jetzt direkt zum nächsten Stellplatz, werden heute wahrscheinlich nicht mehr schlafen oder vielleicht heute Nachmittag noch einen kleinen Nap machen. Aber ansonsten sind wir hier jetzt kurz an der Straße halt angehalten, einfach damit Nala einmal raus kann zum Pullern. Und nochmal alles rundherum checken. Genau, dann haben wir uns nochmal alles angeguckt, weil Julie hatte die Idee, vielleicht haben sie uns die Reifen aufgestochen. Aber das hätten wir wahrscheinlich gemerkt in der Schräglage oder sowas. Trotzdem, einfach wollten wir das mal ganz kurz festhalten hier. Sehr, sehr komische Situation gerade für uns, weil wir es so einfach noch nicht hatten. Vielleicht war es doch irgendwie eine Windböe, keine Ahnung. Aber es hat auf jeden Fall ordentlich gerumpelt. Ja. Also das war nicht so, dass es irgendwie mal so ein bisschen gewackelt hat oder so. Also wenn man davon aufwacht, muss es schon krass gewesen sein. Ja, genau. Und wir sind einiges an Wind gewohnt mittlerweile, ne? Ja. Also direkt am Meer hier. Naja, gut, okay, so viel von uns jetzt heute Morgen. Aber gut, jetzt haben wir viel vom Tag. Naja, wir hören uns später. Ja, jetzt stehen wir hier auf unserem neuen Stellplatz. Auch wunderschöne Aussicht. Da hinten die Berge, schneebedeckt. Das ist so ein kleiner, ja, ich würde mal sagen, so ein Schotterplatz irgendwie. Wir haben uns jetzt hier vorne hingestellt und haben uns auch wieder ein bisschen beruhigt von heute Morgen. Wir haben noch mal 2 Stündchen, 3 Stündchen geschlafen, haben uns noch mal hingelegt. Ja, was das Ganze jetzt war, wie auch immer, wir wissen es immer noch nicht. Das Auto ist toi toi toi, zum Glück heil, also alles in Ordnung, auch keine Reifen irgendwie kaputt in irgendeiner Form oder so ähnlich.
man weiß ja nie, ne? Also vielleicht sind da auch Leute einfach, die nicht möchten, dass man da steht oder wie auch immer. Aber vielleicht war es auch einfach nur eine fette, fette Windhose. Aber wenn, dann muss das schon sehr kräftig gewesen sein. Egal, wie auch immer, auch das begleitet uns hier auf der Tour. Jetzt natürlich irgendwie erst gefühlt nach 9 Monaten oder fast 10 Monaten im Van-Leben das erste Mal passiert. Aber gehört auch dazu. Und auch das wollen wir euch natürlich nicht verheimlichen. Auch bei uns gibt es Momente, wo wir ein bisschen Schiss haben. Und das war solch ein Moment. Und jetzt geht es übrigens los. Wir werden mal eine Runde nochmal durch die Gegend wandern hier. Vermutlich, oder beziehungsweise es soll hier in 1,5 Kilometer ein Supermarkt sein. Da wird uns das wahrscheinlich hinverschlagen, einfach weil das ein kleines Ziel ist. Und dann schauen wir mal, was wir dann so machen. Hier wurde auch wieder übertrieben viel Müll angeschwemmt. Wir würden am liebsten direkt Hand anlegen und aufräumen, aber leider haben wir jetzt beim Spazierengehen keine Müllbeutel dabei. Wer hätte das gedacht? Beim nächsten Mal räumen wir wieder weiter auf. Every day I still remember when I was really free and all the things I lived. In the midst of the things that I left, I regret for this. It won't be the same, yeah. I never felt this way, 'cause I want to come back and find my way. Ich wollte gerade noch mal kurz Bescheid geben, und zwar hat uns eine sehr nette Nachricht über Instagram erreicht. Wir haben das natürlich gleich auch bei Instagram gepostet bzw. geteilt in der Story mit dem, was uns heute Morgen passiert ist. Und da wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass in Griechenland ein Erdbeben war. Und zwar genau um die Uhrzeit, wo wir dieses Geschehen hatten, dass es ordentlich gewackelt hat, hatten wir ein Erdbeben, Stärke. Gehen im Internet, zumindest was ich jetzt recherchiert habe, von 4,9 bis 5,5. Kommt natürlich wahrscheinlich dann auch drauf an, wo du genau warst. Auf jeden Fall waren wir schon relativ nah dran am Zentrum des Erdbebens. Und naja, könnte man jetzt drüber lachen so ein bisschen, aber auf der anderen Seite ist es einfach so, wir haben sowas halt noch nie miterlebt und wir haben da überhaupt im Leben nicht dran gedacht, dass das sowas sein könnte, weil... Naja, wer denkt an ein Erdbeben, wenn er das noch nie miterlebt hat und auch nicht weiß, was abgeht? Jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Es war keine Einwirkung von außen, von irgendeiner menschlichen Person oder sowas. Wir haben uns quasi umsonst Sorgen gemacht, sind jetzt sogar, theoretisch gesehen, sind wir sogar noch ein Stück näher an das Zentrum rangefahren heute Morgen, weil wir auf dem Weg nach Patras sind. Aber wie auch immer, wir wollen da ja hin, weil unsere Fähre ab da fährt. Und... ja, was soll man da noch mehr zu sagen? Also wir finden es sehr spektakulär. Jetzt waren wir auch bei sowas mal dabei. Muss man nicht unbedingt mitgemacht haben, weil das einem natürlich auch ein bisschen Angst macht. Aber dafür haben wir jetzt einen schönen neuen Stellplatz. Noch ein bisschen näher am Zentrum des Erdbebens. Aber ja, ich lache jetzt natürlich einfach nur, weil das auch ein bisschen unangenehm ist, dass wir das überhaupt gar nicht im Kopf hatten so. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das in den Kopf gekommen wäre, dass das halt ein Erdbeben war. Also... wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Information. Wenn ihr auch uns Tipps geben wollt und live dabei sein wollt, dann folgt uns doch gerne bei Instagram. Da sind wir halt in der Story immer sehr, sehr aktiv und sind halt eben auch live. Und die YouTube-Videos verschieben sich ja immer ein bisschen, weil man eben die Videos ja noch alle bearbeiten muss und die ja nur wöchentlich kommen. Von daher, ja, folgt uns da gerne mal, falls ihr Interesse habt daran. Und wir werden uns jetzt eine Kleinigkeit erstmal zu essen machen. Wir waren ja jetzt gerade im Dorf unterwegs. Haben uns noch was beim Bäcker geholt und werden dementsprechend erstmal was essen mit dieser schönen Aussicht hier im Hintergrund. Wunderbar. Erholen uns von dem kleinen Schock heute Morgen und ich hoffe, ihr seid jetzt auch ein bisschen aufgeklärt.